So, hallo. Ich habe gerade, keine Ahnung, 3 Minuten oder so alleine gebraucht, bis ich wieder alles hochgelevelt habe. Wir haben 999 AP Plus, wir haben 999 Speed Plus und mir ist da gerade noch eine Idee gekommen. Ich habe doch jetzt einen Item-Slot frei. Dann kann ich mir da doch ein KP Plus theoretisch reinpfeifen. Ne, wenn die Leiste weg sein sollte, habe ich die einfach nochmal. Darf nur jetzt nicht versehentlich X drücken. Wenn mir das passiert, wäre schlecht. Okay, let's go. Ja, das wissen wir doch alles. Gehen wir nicht auf den Keks. So. Und wenn alle Stricke reißen, na? Wenn wirklich alle Stricke reißen, dann werden wir einfach so lange verdienen. Dann werden wir so lange Steine verdienen mit den normalen Turnieren, bis wir nochmal das Schwert leveln können. Ist mir egal. Mann! Das zählt natürlich nicht, weil es nicht die richtige ist. Aber du bist die richtige. Mach einen Abflug. Oh, aber meine Energie ist nicht so cool. Nicht so cool. Aber mit den nächsten Gegnern sollte ein bisschen Energie wieder aufgeladen werden können. Wenn ich nicht dumm bin. Energie kam da jetzt nicht zurück bisher, ne? Ah, nein! Im Gegenteil! Ja gut, so geht's auch. Ach, so ein Käse. Die Energie ist nicht geil. Ah, die Energie ist gar nicht geil. Scheiße. Kriegst mich eh nicht. Tschüss. Okay. Immerhin keine Energie verloren, auch wenn nicht wirklich Energie dazu gekommen ist. Aber damit kann ich leben. Aber wie gesagt, ich sollte trotzdem mehr darauf achten, nicht getroffen zu werden. Das ist doch nochmal wichtiger als alles andere. Nein! Jetzt habe ich die Scheiße verfehlt. Jetzt kommt er trotzdem mit seiner Kacke. Oh, ich hasse dieses Ding. Oh, nee.
Nee, nicht nochmal. Weg jetzt mit dir. Viel zu lang gedauert. Das hat viel zu lang gedauert. Okay, rein da. Nein! Mist! Das war jetzt energietechnisch... War okay, weil ich jetzt doch einiges an Energie zurückbekommen habe, aber... Hätte besser laufen können. Okay, bisschen Energie zurückbekommen, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, kann man so stehen lassen. Vielleicht trotzdem lieber schnell kämpfen, als dass es schief geht. Auch wenn nicht so viel Energie zurückkommt, ist immer noch besser, als wenn ich Energie verliere. Ne? Was denn jetzt? Hallo? Das hat aber lang gedauert. Okay, das war ordentlich Energie zurückbekommen. Sehr schön. Nein! Okay. Nicht so viel verloren. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Insgesamt mehr zurückbekommen, als wir verloren haben. Passt. Sehr schön. Das war wichtig für Energieregeneration. Okay, der Baum sollte auch laufen. Der Baum sollte richtig laufen. Oh mein Gott, und wie der Baum läuft. Holy shit. Ha! Der Weg ist frei zu dir. Was sagst du hierzu? Tschüss. Gar nichts sagst du mehr. Perfekt. Okay, prima. Ja, jetzt kommt Meta Knight, okay. Da muss ich nur aufpassen, wenn die Felsen runterstürzen. Das hat mir vorhin ein bisschen Energie gekostet. Aber ist in Ordnung. Diesmal war ich schneller. Siehste mal. So geht es nämlich. So, jetzt muss ich nur aufpassen, wo das alles landet. Hier ist frei. Hier ist frei. Da nicht! Okay, das war knapp. Passt aber. Tschüss. Was immer du vorhattest, lass es einfach gleich sein. Okay. Es ist wirklich, wie ich es im letzten Part genannt habe. Es läuft kinderleicht bis halt zu diesem einen Boss. Ich hoffe, wir können das Schwert behalten. Ach, scheiße. Ach, Mist. Also, wenn wir das Schwert behalten könnten, das wäre so stark und so wichtig. Das wäre alles, worauf das ankommt. Das wäre wirklich alles, worauf es ankommt. Das Schwert ist... Oh, ich bin dumm. Das Schwert ist mein garantierter Sieg. Apropos Schwert. Mann, ich verliere wieder viel zu viel Energie. Mann! Besser weg, bevor er noch mehr Schaden macht. Ja, aber wir haben noch ein paar Tomaten, ist alles in Ordnung. Und wir sind auch schon im... Oh, wir sind schon beim Leo jetzt. Das heißt, es kommt als nächstes eh nochmal eine Energie zum Aufladen. Dann passt alles. Dann ist alles in Ordnung.
Dann ist alles okay. Ach, scheiße. Mann, ich bin zu langsam. Okay. Wo ist mein Schwert? Danke. Hatte schon Bedenken, dass mein Schwert gleich weg ist. Aber passt. So, jetzt kommt er raus. Ist in Ordnung. Wait, ich muss erst mein Schwert wiederholen. Okay. Gut. Jetzt interessiert mich, ich habe jetzt die Energie verloren. Okay, es liegt an der zusätzlichen Leiste. Dann ist es sehr gut, dass ich die zum Glück wieder aufladen kann. Na, das ist wichtig gewesen. Jetzt nützt mir zwar die Energie da drinnen nichts mehr, aber das ist okay. Ach, ich krieg eh keine. Okay. Ach so, weil jetzt erst der Kampf kommt. Stimmt, jetzt kommt erst der Kampf. Ah, siehste, war zu bald. Ich hätte noch warten können. Ist egal. Passt schon. Ich werde jetzt schon nicht gleich meine Leiste wieder komplett verlieren. Aber es liegt dann tatsächlich an der zusätzlichen Leiste, dass man diesen Schusseffekt immer noch hat. Das macht die Leiste noch so viel wichtiger. Noch so viel, um ein Vielfaches wichtiger, hey. Holy show, holy moly. Mann, ich sollte nicht zu viel riskieren. Ich sollte wirklich nicht zu viel riskieren. Ich mache hier gerade ziemlich riskanten Scheiß. Alter! Weil die Energie kriege ich zurück. So, das ist nicht das Problem. Aber die Leiste kriege ich nicht zurück, wenn ich es jetzt verlieren sollte. Aber es passt. Wir haben es. Alles gut. Alles gut, wir haben es. Die Energie kriege ich zurück, das ist nicht das Problem. Nur die Leiste wäre ärgerlich gewesen, wenn die jetzt wieder einen Abflug gemacht hätte. Weil ich dann halt nicht mehr den Schuss habe. Die Leiste wäre ärgerlich gewesen. So, Energie, zack. Dann die paar Tomaten hier mitnehmen, zack und zack. Und wir kommen wieder zu dieser Runde. Und ich muss unbedingt gucken, dass ich schnell genug zu meinem Schwert komme und es aufsammle nach der Phase. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe, es geht. Aua. Ja, guter Start auf jeden Fall. Nein, schlechte Idee. Ich habe mit was anderem gerechnet, was er macht. Ah, die Attacke hasse ich. Okay, dazu kann man ausweichen. Verstanden. Was machen wir jetzt? Ah, die Scheiße wieder. Okay. Mann! Ich will mein Schwert zurück.
Ausweichen. Ausweichen. Okay. Was kommt jetzt? Laser? Nein, die... Ah, die Kacke. Kein Fan von der Attacke. Okay, passt. Okay, die Attacke kann er machen. Ah, scheiße. Na gut. Ach, jetzt, ja, ich hasse das. Die Phase hasse ich richtig, weil ich immer nicht weiß, ob der oben oder unten schlägt. Okay. Alter, ich... Ich kann diesen Mist nicht ausweichen, ey. Okay, da ist er schon wieder. Sehr schön. Okay. Da kannst du dich gerne hinbegeben. Ausweichen? Naja. So, ich muss böse aufpassen, dass mein Schwert nicht genau dann rausgeht, wenn ich den letzten Treffer kassiere. Mache selber. Also, ihr wisst schon. Okay, jetzt kommt die Kacke wieder. Ah, Mann, ich... Also so ganz die Reihenfolge habe ich noch nicht drauf, aber ist egal. Nein, nicht das Schwert verlieren. Mehr Laser. Oh, die Geschichte. Kritische Momente. Oh mein Gott. Okay. So. Ich habe mein Schwert noch. So, und jetzt ganz schnell zum Schwert rennen, wenn ich es verlieren sollte. Ich hab's noch! Wieso war es dann vorhin weg? Das... Oh mein Gott. Hallo? Hallo, lass mich da raus? Alter, was war das denn? Aber ich hab's noch. Ganz wichtig. So viel Schaden mit dem Schwert machen, solange es geht. Okay, das ist gerade ganz wichtig. Das war gerade ganz wichtiger Schaden. Jetzt kommt die Feuerkacke. Die habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll, wenn der da ganz groß wird und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt, was ich da jetzt... Also irgendwie kommen jetzt ja die Dinger da runter und bauen sich so auf. Genau. Und dann kann man da irgendwie so hoch. Ist das dann zum Drüberfliegen gedacht oder was soll ich hier tun? Ah, okay, okay. Ah, nochmal. Scheiße. Scheiße. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Ja, hilft nichts. Aber jetzt kommen wir wieder normal zurück in die richtige. Okay. Okay, wichtiger Schaden. Leider kann ich jetzt nicht mehr schießen. Jetzt muss ich nah ran, um anzugreifen. Was machst du denn jetzt? Okay. Oh mein Gott. Nein.
okay. Auch eine gute Phase zum Angreifen. Okay, jetzt macht er die Kacke wieder. Shit. Oh Gott, Energie. Oh mein Gott, Alter, das war super knapp. Weil ich gerade zufällig, ich wollte eigentlich das Schwert einsaugen. Dabei habe ich aber ganz viele Sterne eingesaugt und die auf ihn zurückgeknallt. Das war gerade super knapp. Ich war fast down. Das hätte schief gehen. Alter. Wenn ich jetzt draufgegangen wäre, ich hätte es nicht nochmal geschafft. Weil die Leiste ist weg. Das Schwert ist weg. Das schaffe ich nicht ohne. Bruder. Puh, ey, das war gerade richtiges Glück. Das war gerade richtiges Glück, dass das geklappt hat. Jetzt haben wir wirklich den finalen Finalboss erledigt. Eieiei, was ein Kampf. Selbst mit mächtigem Schwert, selbst mit Angriff plus. Alter. Puh. Geh wohnen. Trotz, ich meine, alle Fähigkeiten genutzt, aber hey. Das war wirklich notwendig. Oh mein Gott, war das notwendig. So, gib mir mein Zeug. Drei Sterne kriegt man dafür, also Steine, also Ding halt, ne? Eine Sammelfigur. Durch die Fusion der Seelen heimischer Bestien und des ätherischen Schmetterlings nahm eine sture Seele ihre letzte Rache. Die von Chaos getriebene Kreatur wurde durch das helle Licht von Kirbys Hoffnung besiegt und zuletzt der Lebensschimmer und ihr letzter Lebensschimmer kehrte zurück zu Elphilin. Aus zwei wurde eins. Alter. Und wir hätten sogar wieder 5. Und wir könnten sogar jetzt das Schwert leveln. Alle Turniere gemeistert. Noch eine Kapsel. Her damit. Yay. Oh, was jetzt los? Ein neues Foto in Kirbys Haus bewundern. Okay. Für das Abschließen verschiedener Modi werden in Kirbys Haus neue Fotos aufgehängt. Insgesamt gibt es 10 Fotos. Setze dein Spiel fort. What? Wie viele Fotos haben wir denn schon? Und wie viele... Ah, noch eine Kapsel. Ja, ja, ja. Der Wurteltierhändler. Sollte eine Figur fehlen, kannst du sie für einen seltenen... Für einen Stein! Ihr wollt mich doch foppen. Ich muss mal gucken, ob das zu den 100% dazu gehört. So, welches ist das neue Bild? Also, ich habe hier 4 Bilder. Und hier haben wir... Ein Bild fehlt. Gibt es... Okay, ein Bild gibt es wahrscheinlich für... weißt du schon. Für alle Figuren noch. Jetzt gucken wir mal erstmal, dass wir uns die Filme holen. Jetzt müssen doch alle Filme da sein. Ja. Yes. Gib mir dich. Der Filmtyp. So. Okay. Nee, jetzt, ich will mir keinen Film. Alles in Ordnung. Danke. So. Okay, was fehlt jetzt noch? Minus. Also das Ding ist hier unten aufgetaucht. Das auch, das auch. Dann fehlt doch von den
markierten Figuren fehlt keine mehr, oder? Haben wir jetzt 100%? 98. Zählen alle Figuren zu den 100%? Also muss ich jetzt hier alles durchspielen, bis ich alle Figuren zusammen habe, oder wie ist das? Oder hast du mir noch was zu erzählen? Nee, 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 stopp, Kollege. So machen wir das noch nicht. Noch nicht. Also die Frage ist halt, habe ich noch was anderes verpasst oder sind es nur noch die Figuren? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Weil zumindest hat keine Figur mehr... Es ist nirgendwo mehr so ein Rahmen drumherum, ne? Das sind alles nur noch Kauffiguren jetzt. Was halt 3 Millionen Jahre dauert, die jetzt zu kaufen. Aber es ist nichts mehr mit einer extra Mission verbunden. Sehe ich schon richtig, ne? Ja, hier ist auch nichts mehr eingerahmt. Hier ist auch nichts mehr eingerahmt. Nee. Aber wie teuer sind denn jetzt die S4-Figuren? Ah, 100, okay. 150, 20. Die haben wir alle. Oh, ich weiß nicht. Wie viel fehlen denn noch von den Staffel... von den... Na. Wie viel fehlen denn noch von den Vierern? Also von den Vierern fehlen noch... Oh Gott. 14 von 43 haben wir. Also fehlen noch... 29. 29 mal 100 sind 2900. Ich ziehe aber ja nicht nur richtige Figuren. Ja, wir müssen es drauf ankommen lassen. Dann ist halt die Kohle weg. So, scheiß drauf. Lässt sich ja eh nicht ändern. Aber solange neue kommen, ist ja alles gut. Nice. Und die sehen halt auch echt cool aus, die Vierer-Dinger. Jawollo. Okay. Schade. Okay. Fragment von Leos Seele, ja. Nice. Der Schatz des Entdeckers. Jawollo. Jawollo. Sehr gut. Ja, also, es bleibt dabei, die Wahrscheinlichkeit, eine neue zu ziehen, ist natürlich immer deutlich größer. Da haben sie schon drauf geachtet. Aber ab und zu kommt es halt auch vor, dass man sein Geld verschwendet. Ja, jetzt zum Beispiel. Aber dann sollte unser Geld schon ausreichen, um alles aufzukaufen. Nice. 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 Okay, sehr schön. Oh, das ist auch eine coole Figur. Schade. Sehr schön. Schade. Nice. Schade. Da war jetzt gar kein Text dabei, okay. Ach, komm schon. Okay, sehr gut. Ich brauche halt auch noch ein bisschen, ne? Ein bisschen
Geld für die anderen. Aber die sind halt dann günstiger. Deswegen fange ich mit dem teuersten an. Dass das auf jeden Fall. Oh, das ist auch cool. Das ist sehr cool. Ewige Rivalen. Oh, das ist cool. Das sind echt. Also die Figuren sind schon schön aus, ne? Der ist auch cool. Schade. Ah, komm. Wie viel fehlen denn jetzt noch in der Reihe hier? Nein, ich wollte kein Foto machen. Nein, ich wollte kein Foto machen. 5 Stück. Ja, let's go. Na, besessene Bestie. Sehr schön. Also noch 4. Noch 3. Immer noch 3. Immer noch 3. Noch 2. Noch 1. Schade. Schade. Und das ist es. Das mit dem Schwert ist. Okay, das darf gerne das letzte sein. Morphonite-Schwert, der richtig geiles Item. Okay, jetzt dürft ihr mir doch sagen, ich habe alle, oder? Ja, genau. Ne? Trotzdem Sternmünzen ausgeben. Nein, natürlich nicht mehr. Okay. So, hat das jetzt an den Prozenten was geändert? Noch nicht. Habe ich noch was anderes verpasst? Vergessen, wie auch immer. Die sind jetzt auf jeden Fall alle voll. Aber vielleicht kommen ja auch die 2% zurück, wenn man einfach alle Figuren hat. So automatisch dann einfach 2% dazu. Keine Ahnung. Ja, müssen wir jetzt den Rest halt auch noch kaufen. Da fehlen uns aber über 40 Stück. Die kosten auch alle 50. Und da fehlen uns... Oh mein Gott. Ja. Augen zu und durch. Es dauert jetzt halt eine Weile. Ich muss ganz oft einfach nur A drücken. Genießt die Show. Die sind jetzt auch nicht mehr so spektakulär, die Figuren. Also, Serie 3 ist schon auch nicht schlecht, aber verglichen mit Serie 4 kommt jetzt halt nur noch so sowas hier, ne? Okay, das ist cool. Da-da-da-dam. Ach, komm schon. Oh, die Treppenstopfer-Treppe. Mehr Stopfer-Figuren. Ah, ja, die Items. Der Bleistiftbohrer. Ah, der Drachenfeuer ist cool, aber muss ich jetzt nicht nochmal haben. Die Treppen selbst. Das Wasserrohr selbst. Lecker Spiegelei. Diese Drecksviecher. Ich hoffe echt, das zählt in 100% dazu und ich mache das jetzt nicht umsonst. Ich wüsste nicht, was noch fehlt, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, was außer den Figuren noch fehlt, was zu 100% zählen könnte. Wüsste ich wirklich nicht. Bin überfragt. Come on!
Yay! Schlaf. Ich muss nur aufpassen, wenn die Meldung kommt, dass ich alle habe. Dass ich da nicht weiter drücke wie ein Blöder. die Lautsprecher. Die Schlange. Er hier, Gürteltor. Ach, komm schon. Pudding! Yay! Und der Automatenstopfer. Treppenstopfer hatten wir schon. Lehmblock hatten wir auch schon. Meternein, Ach komm! Milchtüte. Ach komm. Automat selbst. So, wie viel fehlen denn noch? Kurzer Zwischenstand. Über 10. 13, um genau zu sein. Eieieiei. Dauert noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen A drücken. Noch 12. Noch 11. Noch 11. Noch 11. Noch 10. 9. Neun. Acht. 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 Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Let's go. Drei. Zwei. Ich habe nicht gezählt. Ich habe nicht richtig gezählt. Ist okay, ist okay. Gut, wir haben ja auch alle. Dann hier noch für 20 Cent jetzt. Also jetzt wird es immer günstiger. Aber leider nicht schneller. Okay, aber dann muss ich an der Stelle jetzt mal fragen, wer gibt denn für eine Figur, die er garantiert nicht hat, einen Stein aus? Einen freaking Stein. Wenn man die hier genauso schnell bekommt. Also das Spiel gibt einem ja wirklich fast immer die Figuren, die man noch nicht hat. Ganz selten mal, dass es andersrum ist. Oh, come on. Ja, aber je gründlicher man da ist sozusagen beim Spielen ist und je öfter man vielleicht Level auch nochmal spielt, umso weniger muss man am Schluss drehen. Aber stell dir mal vor, die Automaten gäbe es nicht und man müsste wirklich immer wieder durch die Level durch, um alle zu sammeln. Hätten sie auch machen können, hätte aber wahrscheinlich kaum jemand dann gemacht. Weil das doch nochmal eine andere Nummer ist. Oh, ich schlaf gleich ein. Ich muss kurz was trinken. Einen Moment. Lasst mich kurz einen Schluck nehmen. Von meinem viel zu warmen Traubensaft hier.
Okay, das war mehr wie ein Schluck. Aber war dringend notwendig. Eieieiei. Ich will gar nicht wissen, wo wir sind. Wir sind wahrscheinlich jetzt noch bei so 20 Fehlenden oder so. Come on. Ich habe eh genug Geld. Ich kann mir alle leisten. Spiel, du kannst mir auch gleich einfach geben. Ich habe mehr als genug Kohle. Gib mir die Dinger einfach, ganz ehrlich. Noch zwei neue, dann werde ich mal nachgucken, wo wir gerade sind. Eins. Zwei. Ich sag so circa noch 15 Stück oder so könnten fehlen. Mal gucken. Ja, fast. Dafür, dass ich circa gesagt habe, war es ganz gut. So, jetzt noch 15. Noch 15. Noch 15. Noch 14. Noch 13. 12. 11. Oh. Ey, anstrengendste Stelle im Spiel. Ganz ehrlich. Ich hab aufgehört zu zählen. Das ist jetzt auch egal. Irgendwann kommt die Meldung. Es dauert nicht mehr lang. Oder. Ist doch gut jetzt. Kann nicht mehr viel fehlen. Wie oft willst du mir noch das Popcorn zeigen? Jawohl. Bald kommt die Meldung. Bald kommt die Meldung. Bald. Jawohl. Jawohl. Yes. In der Figurenübersicht wird sofort eine besondere Musik abgespielt. Juhu. Oh, das sind die 100%.
Yes! Ah, es gibt sogar dafür ein extra Bild. Das fühlt sich direkt rewarding an. Yes! Boah! Das lasse ich jetzt so erstmal stehen. Oh Gott, Entschuldigung. Oh mein Gott, ja. So, was ist das für eine Musik? Ist das nicht die gleiche? Ist ja egal. Sehr, sehr cool. Ja, nee, ist schon cool, was sie da alles gemacht haben. Aber, also, ich muss es nochmal sagen. Diese, ja, wie nenne ich die? Das Ding hier, so, das ist, es ist fast schon zu episch für ein Kirby-Spiel, aber es ist okay. Also keine echte Beschwerde. Nur eine Anmerkung. Nur eine Anmerkung. Alter, der war sick, der Typ. Der war so sick. Aber von der Kugel selbst gibt es gar keine Figuren, ne? Im Haus ausstellen, ja, let's go. Bis zu 3 Figuren kann ich ausstellen, ja, let's go. Habe ich gar nicht gesehen, siehst du mal, was man alles noch mitbekommt. Das da hier noch. Zack. Und dann noch eine Figur. Eine Sache sehe ich gerade, da werde ich gleich noch eine kleine Kritik äußern. Weil mir das gar nicht so bewusst geworden ist, aber jetzt ist es mir bewusster geworden. Aber dazu gleich. Warte, was für eine Figur wollte ich denn noch nehmen? Wo müssen die jetzt hin? Was wollte ich denn noch nehmen? Ich hatte gerade was im Sinn. Aber ich weiß nicht, wo die Figur ist. Ist das keine von den 4 Figuren gewesen? Die Rivalenfigur war die nicht? Ist die Season 3? Ne, wo sind die Rivalen denn? Das ist DDD selbst? Hä, wo ist denn die Rivalen-Dings? Wo ist denn das? Da! Ah, das war Duell mit Ja, war fast Rivalen. Das hier war Rivalen, ne? Genau. Ah, dann nehmen wir lieber Meta Knight. Meta Knight ist cooler. Nicht betrachten, ausstellen. Zack. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal kurz an, wie das jetzt aussieht, wenn die Figuren ausgestellt sind. Und da ist auch das 10. Bild. Nice. Aber wo sind die Figuren hier? Ach, da oben. Lol. Ich habe die Münze, glaube ich, noch nie gefunden. Witzig. Okay. Ah, das ist das 100%-Bild. Cool. Ja gut, dann haben wir es jetzt aber wirklich. Wir haben alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Wir haben alles gemacht. Ich wüsste nicht, was ich ausgelassen... Nee, ich habe ja 100%. Ich kann nichts ausgelassen haben. Es ist insane. Das war echt ein tolles Spiel. Also, vor allem dafür, dass es ein Kirby war, ne? Also, das war ein richtig gutes Kirby-Spiel. So, jetzt kleiner, ganz kleiner Kritikpunkt. Ich bin an sich schon ein großer Meta Knight-Fan, ne? Dass der jetzt nur im Rahmen des Kolosseums irgendwie storytechnisch wichtig, also eben nicht storytechnisch wichtig geworden ist, finde ich ein bisschen ärgerlich, weil ich den eigentlich so ein bisschen als... Nicht ärgerlich, das ist das falsche Wort.
Es wundert mich eher, weil ich den doch storytechnisch schon zu Kirby bewusst dazu zähle. No? Aber hier war jetzt nur eigentlich Side-Character. Das ist ein bisschen schade. Bisschen schade, weil ich eigentlich, wie gesagt, meine, es gab dann den Morpho Knight, so. Das ist ja praktisch eine Variante von ihm. Aber, ja, weiß ich nicht. Der hätte gerne noch irgendwie vorkommen können besser. Aber gut, das ist jetzt auch nur Meckern auf hohem Niveau, ne? Okay. Ah, wir können hier nochmal quatschen. Jetzt können wir endlich alle Freunde sein. Okay, gleicher Text. Egal, passt schon. Ja, dann, wie gesagt, bleibt mir nichts anderes zu tun, als mich zu verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bevor ich noch einschlafe und den Part nicht beende. Tschüss.